Herzlich willkommen an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen. Bitte treten Sie ein. Hi, mein Name ist Kera Seeberger. Ich studiere Verwaltungsbetriebswirtschaft hier an der HSVN im 9. Trimester und ich führe euch heute durch das Gebäude. Hier sind wir im Eingangsbereich. Es gibt zwei Eingänge, dazu kommen wir aber später nochmal. Erste Anlaufstelle ist hier das Service Desk und ich führe euch mal durch das Gebäude. Kommt mit! Es gibt zwei Fahrstühle und das komplette Gebäude ist barrierefrei. Da wir jetzt aber nur in den ersten Stock gehen, nehmen wir die Treppe. Hier seht ihr die Schließfächer, die gibt es von der ersten bis zur vierten Etage. Da könnt ihr zum Beispiel eure DVPs einschließen, Sportsachen oder was ihr auch immer wollt. Hier sind die Hörsäle und das ist hier der größte. Hier passen bis zu 120 Studierende rein. Das ist Hörsaal 132, das ist der zweitgrößte Hörsaal und es passen bis zu 80 Studierende rein. Hier sind wir jetzt im Treppenhaus des Neubaus und wenn ihr den Eingang vom IMO-Ufer nimmt, dann kommt ihr automatisch hier rein. Und hier sind, ach, was sich hinter dieser Tür verbirgt, werdet ihr noch feststellen. Das ist einer von vielen weiteren Hörsälen und hier passen bis zu 30 Studierende rein. Wir treffen uns gleich unten am Haupteingang wieder. Bis gleich! Jetzt befinden wir uns wieder im Eingangsbereich und ich zeige euch einmal die Aufladeterminals. Denn ihr müsst den Studierendenausweis aufladen, er hat eine Zahlungsfunktion und mit diesem Studierendenausweis müsst ihr auch in der Mensa und in der Cafeteria bezahlen. Es gibt versetzte Ebenen, einmal die Schultraktebene sowie die Verwaltungstraktebene und dort findet ihr zum Beispiel die Stundenplanverwaltung oder auch die Hochschulverwaltung. Ihr sucht ein Fachbuch oder wollt etwas im Internet recherchieren? Das könnt ihr hier in der Bibliothek oder im Ruheraum tun. Wenn ihr Fragen habt, stehen euch die Kolleginnen und Kollegen der Hochschulverwaltung in den Sprechzeiten gerne zur Verfügung. Jetzt kommen wir zu einem Ort, den ihr bestimmt lieben werdet. Die Cafeteria mit Blick über Hannover. Wenn die Cafeteria geöffnet hat, gibt es zum Beispiel Kaffee oder Tee im NSI-To-Go-Becher oder bringt einfach euren eigenen Becher mit. Es gibt aber auch kalte Getränke, Süßigkeiten, belegte Brötchen, halt alles, was das Herz begehrt. Hier kann man einfach mega geile Fotos machen. Besonders für Instagram oder ähnliches mit der tollen Dachterrasse und dem Ausblick. Hier befindet sich der zweite Zugang zur HSVN und links seht ihr das Nebengebäude, auch Villa genannt. Hier gibt es insgesamt vier weitere Hörsäle. Jetzt zeige ich euch noch, wo sich die Mensa und das Wohnheim befinden. Da seid ihr ja wieder. Hier befinden wir uns jetzt an der Mensa, das Wohnheim und das zweite Aufladeterminal findet ihr hier auch. Wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, könnt ihr sie dort abstellen. Es gibt auch eine begrenzte Anzahl an Autoparkplätzen. Sogar an Elektroautos wurde gedacht. Und auch die Straßenbahnen und Busse halten fast direkt vor der Tür an der Haltestelle Humboldtstraße. Das war's auch schon mit unserem Rundgang durch die HSVN. Ich hoffe, es hat euch gefallen.